Heute gibt es etwas Besonderes und richtig Leckeres, was die ganze Familie und eure Freunde lieben werden. Und zwar gibt es heute Mangold Pita. Also Mangold Pide kann man auch sagen. Das heißt also, wir machen sowas in der Art wie eine gefüllte Pizza, aber auf Türkisch. Ich werde euch zeigen, dass es gar nicht so schwer ist. Und damit kann man wirklich eigentlich die ganze Verwandtschaft überraschen und alle Freunde. Also fangen wir mal mit dem Rezept an. Zuerst bereiten wir unseren Teig zu. Wir geben so 2/3 unseres gesamten Mehls erstmal in die Schale. Dann Salz, kurz mischen. Und nun in die Mitte etwas Wasser einfüllen und Hefe hineingeben und etwas Olivenöl. Und nun alles mischen. Und jetzt nach und nach das restliche Wasser hineingeben und kneten. Und auch etwas Mehl wieder hineingeben und Wasser, so dass wir eine schöne Brotteigkonsistenz haben. Natürlich klebt es an den Händen, das sollte euch nichts ausmachen. Wenn es zu viel klebt, kann man immer noch ein bisschen Mehl hineingeben und dann schön kneten. Man kann das natürlich auch alles mit der Maschine machen, aber ich finde, mit den Händen geht es auch super. Und nun auf den Tresen nehmen und dann ein bisschen nach innen falten und so wie ich es mache, längs rollen. Ich habe herausgefunden, dass diese Art des Knetens auf dem Tresen nochmal schön den Teig flockig macht und beim Aufgehen auch richtig hilft. Und nun in die Schale wieder zurücklegen, den Teig. Deckel drauf schließen und circa 2 Stunden warten lassen. So, und für die Füllung gehen wir erstmal in meinen Garten, denn dort habe ich frisches Mangold und Grünkohl, wie ihr seht. Ich bin ganz stolz darauf, noch so viel übrig. Und ja, hier habe ich ein Blatt noch übrig gelassen. Ich habe schon seit dem Sommer immer wieder Mangold gepflückt und ich habe 3, 4 Mangold angepflanzt. Also in Deutschland wächst dieses Gemüse so gut. Es lohnt sich total bei diesem Klima, Mangold in den Garten anzupflanzen. Ich habe das aber auch hier in den Töpfen, wie ihr seht. Grünkohl und Mangold, die wachsen auch super in Töpfen, falls ihr keinen Garten habt. So, da sammle ich immer die großen Blätter und die kleinen lasse ich dran. Und es wächst immer wieder nach. Also sogar im November habe ich noch reichlich viel Mangold übrig. Und so eine tolle Farbe. Alles bio und gerade eben gepflückt. Noch besser geht's nicht. So, jetzt schneide ich für die Füllung erstmal die Zwiebeln in Würfel. So, ich merke gerade, eine Zwiebel reicht völlig aus. Die zweite brauche ich nicht mehr. Die Zwiebeln kommen in eine Schale. Und etwas Salz. Und nun muss ich die Zwiebeln mit den Händen ein wenig zermanschen. Das ist wichtig, weil wir nämlich die Füllung nicht vorher anbraten. Und nun kommen die Mangoldblätter. Da schneide ich erstmal die schönen Stiele. Die werden bei mir auf keinen Fall weggeschmissen, weil mit den Stielen kann man wunderbar Suppen machen. Und das gebe ich alles in eine Tüte. Und dann kommt das alles in die Kühltruhe bei mir. Und wenn ich Suppen mache, kann ich das wunderbar reingeben. Ergibt auch eine tolle Farbe in der Suppe. So, also für die Füllung brauchen wir nur die Blätter, also die Stiele nicht. So, und die Blätter werden klein geschnitten, so klein wie möglich. Also nicht gehackt, aber geschnitten. So, kommt auch in die Schale. Und nun etwas Spinat. Das ist aber nach Wunsch. Also wenn ihr das mischen möchtet, könnt ihr auch noch ein bisschen Spinatblätter hineingeben. Passt auch sehr gut. Und nun alles mischen. Und man kann auch die ganze Füllung sogar nur mit Spinat machen. Das geht auch, wenn man keinen Mangold findet. Nun etwas geschrotete Leinsamen hineingeben. Ihr könnt auch Chiasamen hineingeben. Das ergibt ein bisschen Konsistenz und auch Geschmack. Und nun frische Petersilie. Kommt auch hinein. Die Stiele davon abmachen und alles hacken. Ja, so viel Grünzeug kommt rein. Ist das nicht wunderbar? Und das ist wirklich traditionell. In der Türkei machen so die Frauen, bevor sie ihre Brote backen, diese Art von Pita mit viel Grünzeug. Bisschen Pfeffer und Schafskäse könnt ihr noch reinmachen.
Schafskäse ist nochmal so eine schöne Ergänzung. In der Türkei machen sie so Nomadenkäse auch sehr oft rein. Aber da ich das hier nicht finde, geht auch zur Not Schafskäse. So, und mein Teig nach 2 Stunden ist, wie ihr seht, aufgegangen. Ihr könnt es auch noch länger warten lassen, dann geht es noch mehr auf. Oder über Nacht im Kühlschrank auch aufgehen lassen. So, nun ein bisschen bemehlen den Teig. Und versuchen von der Schale rauszunehmen, aber vorher müssen wir unser Tresen bemehlen. Das ist ganz wichtig. So, und nun nehmen wir den ganzen Teig auf den Tresen. Bemehlen erstmal und dann falten wir immer so ein bisschen nach innen. Ja, man muss es nicht mehr kneten. Das ist ganz wichtig, dass ihr also nicht viel knetet, sondern einfach nur so nach innen faltet. Und dann ziehen wir das so in die Länge. So, das müsste reichen. Und nun schneiden wir in der Mitte und dann nochmal in den Rändern und so weiter in gleich große Teile. Und nun machen wir eine Kugel aus diesen Teilen. Das ist ganz einfach. Zuerst ein bisschen nach innen falten, innen rollen und dann mit den Händen zu einer Kugel rollen und auf der bemehlten Fläche erstmal lassen. So, und nun mit einer Folie abdecken oder mit einem Tuch. Und ca. 15 Minuten erstmal warten lassen. So, nach 15 Minuten machen wir die Folie ab. Jetzt geht's los mit dem Aufmachen des Teigs. Ist aber wirklich nicht schwer. So, wir bemehlen nochmal kurz die Fläche, wo wir den Teig aufmachen. Und den Teig auch. Und dann mit einer Teigrolle 1, 2 oder 3 Mal kurz aufrollen. Das reicht völlig. Nicht sehr dünn aufrollen, sondern wirklich so, wie ihr das hier seht, zu einem schönen Fladen und dann kommt die Füllung einfach drauf. Und nun erstmal an den Seiten zumachen und dann die Ecken, so wie ich es hier mache, zu kleben. Flechten kann man auch nicht sagen, also zu kleben. So, so muss es dann am Ende aussehen und dann kommt das Ganze auf ein Blech mit Backpapier, damit es nicht klebt. So, jetzt mache ich erstmal weiter mit den anderen Pitas. Diese Pitas zu machen ist wirklich einfach, weil man wirklich nicht so dünn aufrollen muss mit der Teigrolle. Es geht super fix. Und dann kommt die Füllung wieder hinein und dann wieder zu kneten. So. Und ich finde diese Methode, dass eben vegetarische Füllung reinkommt, auch super gesund. So, das heißt Otlu Ekmek, Otlu Pide. Also das macht man, also eigentlich heißt es so Kräuter-Pita. Weil man auch so im Frühling zum Beispiel andere Kräuter oder Grünzeug mal reinmachen kann und im Herbst wird diese Füllung genommen. So, und dann in Joghurt etwas Olivenöl hineingeben, mixen und nun auf die Pitas streichen. Ofen haben wir vorgeheizt auf 220 Grad und nun die Pitas in den Ofen schieben. Etwa in den unteren Drittel, kann man sagen, nicht ganz in die Mitte. Und in der Mitte der Zeit sehen meine Pitas so aus. Und nach 25 Minuten etwa sind sie fertig. Es kommt natürlich immer auf euren Ofen an. Probiert ruhig, also guckt ruhig auf die Farbe, ob sie so aussehen. Dann sind sie richtig fertig und kontrolliert auch den Boden der Pitas, ob die auch ein bisschen Farbe bekommen haben. So sehen sie aus. 2 sind richtig aufgegangen und 1 ist noch flach. Das macht überhaupt nichts. Also ich schneide mal kurz das Aufgegangene auf. Das sieht dann so aus. Das lieben besonders meine Kinder. Ne, das ist besonders, ja, wenn ihr den Teig ein bisschen dünner aufgerollt habt, dann gehen sie auch leichter auf. Und wenn ihr also schön zu dicht gemacht habt oben, dann gehen sie schön auf. Und bei etwas dickeren Teigen oder wenn man nicht ganz oben schließt, bleiben sie flach. Das ist aber so typisch Pide eigentlich, wenn sie so flach bleiben. So wird ja in der Türkei auch Pide, also mit Hackfleisch und so weiter gemacht, mit Käse. Aber das ist nicht mit Pide, normaler Pide zu vergleichen. Das ist Otlu Ekmek heißt das, Otlu Pide. Also das ist eigentlich Kräuterpita nennt man das. Und ja, ist das nicht eine herrliche Farbe? Und es schmeckt auch richtig leicht, also viel leichter als diese normale türkische Pide, also Pizza mit Hackfleisch und so weiter. Und ich würde es euch empfehlen, weil das ist eigentlich ein Rezept von den Hausfrauen, gerade so auf den Dörfern, wenn sie gerade zusammen Brot backen, dann wird dieses,
Ja, Otro Ekmek, also Kräuterbrot oder Kräuterpide, zuerst gemacht, weil der Ofen braucht ja eine Weile, um aufzuheizen. Und bis es richtig aufheizt, um das Brot darin zu backen, kann man diese Pitas zubereiten. Und das ist so eine Tradition. Also die Frauen sammeln sich untereinander, einige Frauen, und machen zuerst diese Pita mit Kräutern, also mit Mangold heute. Also sehr viel Mangold, sehr viel Grünzeug und ist natürlich auch super gesund. Aber wichtig ist, dass es wirklich gut schmeckt. Und das müsst ihr wirklich mal probieren. Es ist was Spezielles, Besonderes, finde ich. Und überrascht doch mal eure Familien damit. So, ich hoffe, das Video gefällt euch und ihr macht das Rezept mal nach. Probiert es einfach mal. Also, und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und falls ihr das probiert, wünsche ich euch mal jetzt schon guten Appetit und bis zum nächsten Mal. Tschüss!